Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge City Skylines hier auf meinem Kanal. Es ist natürlich schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen heute mal ein bisschen den ÖPNV, also den öffentlichen Nahverkehr, so ein bisschen überarbeiten. Und ich würde sagen, wir machen dazu mal Folgendes. Wir gucken uns jetzt mal hier die Statistik an. Einmal können wir nochmal beim Stau 73%, das heißt 9% fehlen uns. Wir sehen ja, wo hier viel los ist. Klar, diese Straße ist extremst überlastet. Aber ansonsten so an den meisten Stellen finde ich es nicht schlimm. Klar ist da rot, weil das da teilweise mal steht, aber für mich ist das kein Stau, ganz ehrlich. Es wäre langweilig, das habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, wenn wir hier mal so schauen. Ganz ehrlich, eigentlich ist hier viel zu wenig Verkehr auf den Straßen. Ja, und das wollte ich ja eigentlich dadurch ändern, dass wir hier oben noch ein bisschen Industrie ausbauen und das dadurch wächst. Jetzt ist meine Idee gewesen, die mir noch gekommen ist, wenn wir dazu noch Zeit haben, wenn wir da noch Lust zu haben, dass wir vielleicht noch ein bisschen Gewerbe hier oben hinbauen oder vielleicht sogar noch ein bisschen Wohngebiete, weil eben Industrie nicht mehr nachgefragt ist, so extrem. Ich weiß gar nicht, wir können ja mal schauen. Wir sehen das ja hier. Wir haben nicht nur unsere Industriegebiete hier, die noch gar nicht zugewiesen sind, sondern wir haben sogar hier im Industriegebiet noch ausgewiesene Flächen, die gar nicht bebaut wurden. Das heißt, wir haben da so eine geringe Nachfrage, dass das nichts wird. Wir könnten natürlich hier oben ein Ölgebiet oder ein Erzgebiet aufmachen. Das müssen wir mal schauen. Weiß ich noch nicht. So, da hinten sehe ich irgendwas blinken. Irgendwas war überschwemmt. Ich habe eben irgendwo was Überschwemmtes gesehen. Das kann Folgendes sein. Ich habe hier zwei Wasseraustritte hingesetzt. Und da befindet sich unter anderem auch, ja, genau, so ein Stromding. Genau. Weil eben hier unten ein bisschen mehr Wasser ankommen soll. Komischerweise ist da jetzt eine komplette Lücke, warum auch immer. Müssen wir mal sehen. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Und bevor wir jetzt gleich mit dem ÖPNV starten, habe ich hier folgendermaßen das gemacht. Denn hier kann man es ganz schön sehen, wenn jetzt mal was kommt. Die fahren auf der Seite raus und auf der rein. Und wenn wir die Straße andersherum haben, ist es das Problem, dass die hier beim Rein- und Rausfahren sich kreuzen und es hat sich gestaut und niemand ist mehr rein- oder rausgefahren. Das hat nicht funktioniert. Deswegen jetzt so. Jetzt ist natürlich gerade auch sehr wenig los hier. Deswegen jetzt so in so einem Kreisverkehr. Weil es hier halt besser zu kreuzen geht als direkt hier vor. Da müssen wir mal schauen, wie wir das letztendlich noch lösen wollen, das Problem. Und eine weitere Sache ist hier entstanden, unterirdisch. Ha. Das ist ein unterirdisches Wirrwarr aus Schienen, aus Einbahnschienen, sodass die von überall her überall hinkommen und die verteilt werden, ohne sich zu stauen. Wir hatten nämlich das Problem, die haben sich hier teilweise so weit zurückgestaut, dass gar nichts mehr ging hier hinten. Deswegen habe ich mir überlegt, überirdisch möchte ich sowas nicht machen. Und unterirdisch fällt es auch nicht so doll auf. Da können wir ruhig kreuz und quer bauen. Und es ist interessant, wenn jetzt ganz viele Züge kommen. Im Moment ist nicht viel los. Und die hier überall verschiedene Wege nehmen. Der fährt jetzt hier rum. Na gut, der auch. Der fährt jetzt hier drauf und fährt dann hinten in die Stadt vielleicht. Der auch. Hier kommt einer vom Flughafen. Fährt jetzt hier rum und daraus und der andere macht jetzt hier einen Bogen und fährt wieder unten hin. Also das finde ich schon sehr cool, auch wenn es unrealistisch ist. Sowas wird es nirgendwo geben, denke ich. Aber ich finde es trotzdem cool. Jetzt kommt da wieder einer rum und der fährt hier rum. Ich finde es witzig. Ganz ehrlich, ich finde es cool. Und es hilft auch, den Stau bei Zügen zu vermeiden. Und auch hier hat sie noch was getan. Mein Gott, zu viel zwischen den Folgen, ne? Wir haben jetzt einen großen Tunnel mit vier Röhren, der hier angeschlossen ist. Das funktioniert auch wunderbar und auf der Seite ist das genauso. Da kommt jetzt nämlich eine Schiene, hier, die beiden gehen in die Richtung, die anderen in die. Und die eine geht zum Beispiel direkt hier drüber, hier oben hin und die andere geht hier raus. Und hier habe ich Verbot für Güterzüge gemacht, sodass jetzt hier nur noch Passagierzüge fahren. Und die anderen müssen halt diesen Tunnel benutzen und hier oben rumfahren. Und das Ganze, finde ich, ist ganz gut geworden. Und ich finde, das sieht auch halbwegs in Ordnung aus. Jetzt
können wir hier das noch ein bisschen glätten. So, dann sieht das noch schöner. Dann haben wir hier das nicht so hässlich. Komplett so. Und das Ganze ist doch ganz schön geworden, oder? Und wird auch gut genutzt. So, jetzt habe ich aber gesagt, wollen wir uns um den Nahverkehr kümmern, um den Transport. Dazu gucken wir doch einfach mal bei den Buslinien vorbei. Wir haben ja nicht viele, deswegen würde ich eigentlich auch sagen, wir löschen komplett alle. Gucken mal, wie die so genutzt werden. Und zwar, voilà, sehr gut. Die nicht ganz so gut, da können wir mal schauen, welche das genau ist. Wahrscheinlich die hier oben, ne? Wo ist die? Ne, hier ist die. Okay, nur hier in diesem Stadtteil. Ja, okay. Macht Sinn, aber die würde ich zum Beispiel komplett löschen. Und dann haben wir natürlich die Straßenbahn. Da können wir einfach mal drüber gucken. Aber ich denke, da müssen wir auch gar nichts groß verändern. Die fährt ja einmal im Kreis komplett. Beidseitig. Und dann gibt es ja hier noch die rote Linie, die hier rumfährt und diesen Bezirk hier mit einbindet. Und dann auch nach hier hinten unterwegs ist. Gut, da wäre jetzt die Möglichkeit, die rote Linie wegzulöschen. Die rote Linie weglöschen. Dass die nur noch hier das beides miteinander verbindet. Oder bis hier fährt. Müssen wir uns überlegen. Und der Rest wird mit dieser anderen Straßenbahn. Das finde ich vielleicht gar nicht so schlecht. Und das würde ich, glaube ich, auch tun. Allerdings müssen wir dafür die Linien ja gar nicht löschen. Sondern einfach nur mal gucken. Falsch, wir wollen die rote. Dass wir einfach für die rote Linie hier die Haltestellen mal wegnehmen. Dann fährt hier auch nicht mehr so viel. Das ist dann ein bisschen besser. Und notfalls setzen wir einfach auf die andere Linie. Wo ist denn jetzt noch eine Haltestelle da? So. Jetzt gucken wir mal. Wo fährt denn der gelbe lang? Wir haben doch auch noch eine gelbe Linie. Wo fährt die denn? Die wird uns gar nicht angezeigt. Ach, die wird uns gar nicht angezeigt. So. Ja, genau, so. Das finde ich jetzt besser. Und der rote fährt einfach hier einmal rumrum. Genau. Und dann haben wir hier ein bisschen weniger Verkehr an Straßenbahn. Die können ja hier oben auch umsteigen überall. Das ist ja gar nicht das Problem. Aber dann fährt hier auf jeden Fall nicht andauernd ein roter Zug mit noch zwischendurch. Das fand ich nämlich ein bisschen viel. Dann müssen wir jetzt im Auge behalten, wie voll die Straßenbahnen hier werden. Dass die nicht überfüllt sind. Im Moment geht es natürlich noch, weil wir da die rote Linie ja auch hatten. Aber das behalten wir auf jeden Fall mal im Auge. So, das brauchen wir eigentlich nicht gucken, das ist logisch. Dann können wir uns eigentlich schon an die Buslinien machen und dafür würde ich einfach mal Pause machen. Alle einmal löschen. Und ich habe mir auch schon so ein kleines Konzept überlegt, wie ich das gerne machen würde. Jetzt möchte ich einmal hier schauen, ob dieser Punkt hier weg ist von dieser einen Linie. Sieht gut aus. Scheint nicht mehr zu sein, dass da irgendwas komisches ist. So. Wir können ja mal in den Überblick so gehen. Was würde ich gerne tun? Ich würde gerne einmal, damit können wir gleich anfangen, hier eine oder zwei Linien machen. Entweder machen wir hier eine Verbindung und dann eine ins... Oh, ich glaube, wir machen hier sogar drei Buslinien. Eine für diesen Bereich. Eine vielleicht in diesem Bereich, die man noch erweitern kann nach hier dann. Und eine, die hier durch die Industrie irgendwie fährt und komplett alles miteinander vernetzt. Und damit fangen wir jetzt einfach mal an, hier hinten. Zack. Ich würde sagen, Ausgangspunkt ist auf jeden Fall dieser Bahnhof hier. Von dort aus geht es dann los. Wir halten hier überall.
Und jetzt kommt doch schon die Frage, gehen wir hier sogar rein? Ja, würde ich sagen. Das heißt, wir halten einmal dort. Hier hinten irgendwie. Haben wir da eigentlich einen Fußweg? Nein. Aber wir können trotzdem dort halten. Einmal hier an der Monorail. Und dann geht es hier natürlich schon wieder raus. Da würde ich dann keine Haltestelle mehr machen. Und dann kann der einmal hier reinfahren. Jetzt gucken wir mal, dass er vielleicht. Auf gerader Strecke hält. Haben wir hier eine Schule? Ja, da ist die Schule, ne? Oder lassen wir den da halten sogar? Da gefällt es mir nicht, weil es da zu eng ist eigentlich. Ja, dann doch da. Dann hier an der Schule einmal. Da ist es schlecht. Und ja, ich würde den doch noch mal ein Stück nach hinten schieben dann. Und dann sagen wir, dass der einmal hier rum muss noch. Eventuell ja später noch mal hier rein. Das gucken wir uns später noch mal an, ob das und dann machbar ist. So, und dann würde ich sagen, hier zurück. Dann können wir doch hier einfach auch einmal rot machen, einmal blau und einmal gelb oder so. Müssen wir nochmal schauen. Und die sollen ruhig die großen Busse bekommen. So. Damit wäre eine Linie komplett. Da habe ich gesagt, wir schieben hier nochmal die eine Haltestelle ein Stück nach hinten. So. Genau. So, dann gibt es eine weitere Linie. Die soll einmal hier irgendwie in die Industrie gehen. Da müssen wir mal gucken, weil wir da wahrscheinlich über die Autobahn gehen müssten. Vielleicht gehen wir von hier. Ich überlege gerade. Wir brauchen ja eine Verbindung von hier nach dort. Ich würde hier auf jeden Fall hier vorne dran lang gehen. Wollen wir da halten oder nicht, ist die Frage. Nein, wollen wir nicht. Wir gehen hier rum. Dann haben wir hier die Schulen. Das heißt, ich würde diese Straße nehmen. Da. Und dann entweder gehen wir hier direkt gerade durch oder gehen hier nochmal hoch. Man könnte diese Straße nutzen. Diese Gasse, die ist aber allerdings sehr klein. Machen wir es so. So, die können wir ruhig auch gelb machen dann. Da müssen jetzt nicht nur die Großen fahren. Da können wir eigentlich. Dann nehmen wir doch mal die Mercedes. Ja? Zack. Und jetzt müssten wir überlegen, einer, der hier die Industrie noch mitnimmt. Ob wir hier den wenden lassen, so und gar nicht nochmal hier durchfahren oder gegenverkehrt. Also, nee, Moment, wie müsste der denn dann fahren? Wartet mal, wenn wir da dann so rum.
Wie kommen wir dahin? Über den Kreisverkehr und da auch darum, wenn wir oh, da und dann können wir ja direkt hier runter. Nee, dann müsst ihr auch da durchfahren. Wie kommen wir denn hier überall hin? Wir kommen ja da nur über den Kreisverkehr hin. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall lang fahren. Dann können wir aber auch ruhig so rumgehen. So. Dann hält er einfach da auch nochmal und dann fährt er in die Industrie. Da, wir kommen da gar nicht hin an beide Stellen, ne? So irgendwie. Und dann muss er diese ganze Strecke hier einmal lang fahren. So. Und dann würde ich den gerne. Und das ist das Problem, wenn wir jetzt hier lang wollen. Der fährt da auf einmal um den Kreisweg. Ah, das ist ja doof. Wir haben nämlich hier keine Verbindung. Und wenn wir da hin wollen, wo fährt denn der dann lang? Also der fährt jedes Mal nochmal um den Kreisverkehr dann. Das ist ja bescheuert. Das geht gar nicht. Wir können das hier gar nicht anschließen. Wartet mal. Doch, klar können wir das. Und zwar ganz anders. Das ist ja. Moment, jetzt habe ich einen Plan. Ich habe einen Plan, Leute. Wir können hier reingehen. Ah, wartet mal. Doch, doch, wir können hier reingehen. So, und dann hier vorne einmal lang fahren. Doch, das geht schon. So. So, und dann wären wir hier, dann würden wir da lang gehen. Fährt er denn lang? Da hinten rum, hier rum. Wo sind wir? Wo sind wir gerade? Wo sind wir gerade? Da. Da, 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 da. Ja gut, dann kann er trotzdem hier auch noch mal rumfahren. Beziehungsweise, nö, der fährt dann hier und dann wieder zurück. So, perfekt. Und auch hier fahren die großen Busse bitte. Und ein Hybridbus. Und das Ganze wird gerne blau gemacht. So, und damit haben wir hier doch eigentlich ein gutes Netz, außer dass wir jetzt hier nicht dran gedacht haben, dass ich ja beides miteinander verbinden wollte. Das heißt, eventuell müssten wir die gelbe Linie auch hier durchfahren lassen und das wird zu viel. Das wird zu viel, dann nehmen wir lieber den blauen Bus. So, und dann fährt er hier oben um. Nee, das soll er nicht. Der kann ruhig. Auch hier noch mal halten. So, genau. Und dann ist das Ganze noch besser. So, damit haben wir das dort. Zum Flughafen würde ich keinen machen. Dann würde ich das genau hier auch so angehen. Ein Bus für dieses Viertel hier.
vielleicht eins für das und einen dafür und dann noch einen, der die immer mal verbindet irgendwie. Es sei denn, wir kriegen das so hin, dass wir da irgendwo Verbindungsstellen selbst erstellen können. So, ich würde hier mal schauen. Wir wollen auf jeden Fall. Ja doch, wir fahren ja mit einem Bus sowieso auch diese Strecke lang. Beziehungsweise vielleicht sogar mit zweien. Wir brauchen auf jeden Fall einen Bus, der einmal hier oben rumfährt. So. Dann möchte ich gerne einen hier hoch haben. So, dann kann sogar noch einer hier drin runterfahren. Eventuell hier halten. Und dann? Ach, haben wir ja hier das gehabt. Dass der einmal dort lang fährt. So, und hier können dann ja irgendwo auch quasi die Begegnungsstelle sein. So. Und dann fährt er quasi einmal hier längs zurück. So. Einmal hier über die Brücke irgendwie. Kommt man da hin? Da. So, dann fährt er hier über die Brücke. Fährt er hier über die Brücke, kann da nicht mehr halten. Das heißt, er fährt direkt. So, dort hoch. Und der Ganze kann mal grün werden. So, was wählen wir da aus? Solaris, Volvo. Solaris, Volvo. So. Der fährt jetzt hier rum. Mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass die Folge so lang wird. Nur für Busse. Aber wir machen das ja auch mit viel Liebe hier natürlich. So, das heißt, jetzt haben wir den hier angebunden. Wir wollen aber auch einen Bus haben, der direkt von hier losfährt. Also hier auch hält. So. Der bekommt hier seine Haltestelle oder was? So, machen wir erstmal, gucken wir mal, wie das aussieht. Beziehungsweise, nee, da kommt keine Haltestelle hin, die ist ja hier unten. So, der fährt aber da vorbei. Hier oben rüber und dann fährt der. Auch einmal hier durch.
So, und der fährt dann aber. Nee, dann kommt er doppelt da lang. Das wollen wir nicht. Nee, der muss ja hier hin. Der muss ja dahin. Ha. Das heißt, der muss hier genau wie die Straßenbahn durchfahren. Gucken wir einfach mal. So, der hält dann dort. Fährt hier hoch. Und fährt dann da wieder runter. Mit einem halt hier noch mal im Industriegebiet, so. Und dann hier hin. So, die ganze Linie wird dunkelrot. Und es fahren nur noch die großen Busse da drauf. Genau, so. Und dann kann die nächste hier starten. Nee, eine neue möchte ich gerne. Hallo, ich möchte gerne eine neue Linie. So, und der fährt dann. Die ist ein bisschen klein. Machen wir das da mal. Müssen wir da halten. Wie machen wir das hier hinten? Nehmen wir die Brücke, da ist ja jetzt nicht mehr so viel los. Das heißt, wir können das ruhig machen. Und da halten. So, und dann kommen wir hier wieder hin. Ja. Aber wir nehmen diese Straße hinten rum. Wir wollen ja zurück zum. Zum Bahnhof, da brauchen wir da keine Haltestelle. Das macht er automatisch so. Nehmen wir doch mal Silber oder so. Zack. Die dürfen da drauf fahren. Dann hätte ich also gerne hier eine Linie. Hier entlang. Dann hier hoch. Ha, müssen wir hier schon wieder durch? Müssen wir. Wobei der kann auch dort halten. Oder hier unten durchfahren. Hier rumfahren. Aber dafür muss der trotzdem hier eine Haltestelle bekommen. Und kann dann also diese Straße nutzen.
Wo müssen wir jetzt hin? Da, dann fahren wir doch den einfach wieder zurück hier. Hier runter. Das geht ja. Und nehmen hier diesen Kringel noch mit. So, jetzt brauchen wir wieder noch eine neue Farbe. Machen wir mal orange. Dies ist dieser Bus, den wir als Setra im Bussimulator haben mit den 95 Plätzen, der also relativ viel Platz braucht, um die Kurven zu kommen, jedenfalls bei mir zum Fahren. Deswegen lassen wir den mal nicht hier auf diesen engen Gassen fahren. Die Gelenkbusse gehen vielleicht noch. Mit denen würde ich hier vielleicht noch zu recht kommen, aber mit dem anderen, wie gesagt, das ist. Naja, lassen wir mal lieber. So, dann kommt hier jetzt eine Linie hin. Der fährt also hier das Industriegebiet an. Und der möchte hier am Bahnhof entlang kommen. Bedeutet, wir müssen hier rum. Der kann. Einmal hier lang fahren, dann nimmt er die nämlich mit die Haltestellen. Sehr schön. Dann fährt er hier lang und kommt dann hier zurück. Machbar, dann hier runter. Hier und dann nach dort. Die Farbe mag ich nicht so, aber dieses Türkise, aber machen Sie einfach mal. Nehmen wir mal die. Oder wir sagen nur Mercedes. Ne, wir nehmen ruhig den Volvo auch mit. Auf der Linie. So, und dann haben wir jetzt. Wo noch ein Problem? Eigentlich im Moment gar nicht mehr, oder? Da reicht das erstmal an Buslinien, an neuen. Sind die jetzt eigentlich alle miteinander verbunden? In irgendeiner Weise, dass man irgendwo umsteigen kann? Eigentlich schon, ne? Orange geht dahin, lässt sich mit Grau verbinden und mit Rot verbinden. Rot fährt hier hinten hin, kann zu Grün umsteigen. Grün kann zu Türkis umsteigen. Türkis kann zu Grau umsteigen und Grau kann wieder zu Orange umsteigen. Ist also alles in allem erstmal ziemlich gut, würde ich sagen. Dann lassen wir es wieder laufen. Und gucken mal, wir sind jetzt ewig dran, aber ich finde, sowas gehört halt auch mal dazu. Und weil ich das immer gesagt habe, wollte ich es jetzt dann nicht zwischen den Folgen machen. Klar, hätte ich auch, wäre auch gegangen, aber ja, jetzt haben wir das nochmal gemacht. Damit steht es. Jetzt haben wir hier die ganzen Züge fahren. Seht ihr? Und es läuft richtig gut. Da wartet zwar ab und an mal einer, dass der andere durch ist, hier zum Beispiel, aber. Sobald er weg ist, fährt es wieder und es staut sich nirgendwo richtig extrem. Hallo? Na, es fließt eigentlich relativ gut. Und ich finde diese Gewusel ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und jetzt haben wir hier natürlich, doch, jetzt haben wir hier sehr viel los. Jetzt kommen gerade ganz viele Züge auf einmal, aber wir haben gesehen, einer hier lang und einer da lang und schon geht es wieder. Hier ist jetzt ein bisschen mehr los. Das kann allerdings sein, wenn der jetzt da lang möchte. Seht ihr, löst es sich schon wieder richtig gut auf, weil da schon wieder eine große Lücke ist, in die jetzt hier der nächste reinfahren kann. Der nächste fährt zum Beispiel auch dort lang. Das heißt, die haben jetzt Zeit und können sich erstmal einordnen. Und es geht dann immer so weiter. Und wir haben die Züge nicht alle außerhalb vom Tunnel stehen, sodass das ziemlich hässlich ist. Obwohl jetzt.
Jetzt? Was ist denn jetzt hier los? Schaut mal, was hier los ist an Zügen. Ach du Scheiße. Na gut, ich würde sagen, für heute war es das erstmal wieder mit City Skylines. Heute mal nur ÖPNV-Anbindung. Wir sind die ganzen Busse hier, die aus dem Depot kommen. Das können wir hier hinten mal schauen. Gucken, ob die immer noch fahren aus dem Depot. Ja. Hier kommen die ganzen Busse, die hier alle aus dem Depot wollen. Und sich jetzt alle natürlich auch verteilen. Boah, was ist hier los? Schaut mal hier, der Stau an Bussen. Nein, das sind die Busse, die alle zurückkommen von den ganzen Linien, die wir jetzt weggerissen haben. Ach du Scheiße. Ja gut, das muss ich natürlich jetzt erstmal alles legen. Das wird seinerzeit brauchen. Ich lasse das laufen, bis die Busse alle verteilt sind. Und dann werden wir uns demnächst wiedersehen bei City Skylines. Bis dann, euer Kevin Zock. Bye bye.